trotzdem an. So, wir haben heute Morgen angefangen mit einem Rückblick auf 15 Jahre Wikimedia Deutschland. Und jetzt werden wir uns damit beschäftigen, wie das freie Wissen eventuell in Zukunft aussehen könnte. Wir haben auch schon gehört, es hat hier niemand eine Glaskugel und kann genau sagen, wie es denn die nächsten Jahre ausschauen wird. Aber man kann Überlegungen anstellen, Vermutungen anstellen, nochmal überlegen, wo das herkommt und wohin, wo es hingehen kann. Die Wikipedia ist 18 Jahre alt, Wikimedia Deutschland ist 15 Jahre alt. Und jetzt möchte ich zwei Leute auf die Bühne bitten, die zusammen in ihrer Wikimedia Deutschland-Zeit 17 Jahre alt sind. Aber Hamza Heriwand und Nicole Ebber. Hallo, ihr beiden. Hallo. Nicole, du bist Referentin International Relations, internationale Beziehung. Wann hast du angefangen bei Wikimedia? Im März 2010. Okay, das heißt, du bist jetzt insgesamt 9,5. Du bist die quasi Dienstälteste hier auf der Bühne. Auf der Bühne, ja. Ja, alles klar. Abraham, bei dir? 7,5. Okay, alles klar. Dann schauen wir jetzt mal, was ihr hier zu... Ja? Du hast richtig gerechnet. Ja, danke schön. Dann schauen wir mal, was die geballte Erfahrung heute auf die Bühne bringen kann. Ich freue mich auf euren Vortrag. Viel Spaß und bis später. Vielen Dank. Dankeschön. Gut. Ja, zukunftsfreies Wissen. In der Vorbereitung saß Nicole dann mit mir auch zusammen, haben wir gedacht, das ist ja also ein ganz schön dickes Brett, was wir jetzt hier am Abend dann auch nach so einem langen Tag dann noch zusammen bohren wollen. Aber wir lieben ja auch Herausforderungen und vor allem lieben wir auch, uns gedanklich natürlich auch mit unserem Kontext auseinanderzusetzen. Da können wir gar nicht genug davon bekommen. So, streichen wir jetzt erstmal Zukunft. Bleiben trotzdem noch zwei Begriffe freies Wissen. Alleine die zwei Begriffe, oder die zwei Wörter, Lexeme, wenn man in Wikidata vielleicht und Wiktionary nachschauen würde, sind als solches so stark aufgeladen und geben einfach einen unglaublichen Raum an Interpretationen. Für jeden individuell. Ich glaube, wenn ich euch jetzt auch anschaue in die Gesichter, bei jedem resoniert der Begriff freies Wissen auf eine gewisse Art und Weise etwas anders. Und das ist auch erstmal in Ordnung. Wir wollen jetzt erstmal uns um einen Begriff kümmern. Freies. Und das Wissen parken wir jetzt mal für die nächsten 2-3 Minuten, oder sagen wir 5, und schauen mal, was steckt denn eigentlich da drin? Frei. Heute Morgen hatte ich auch schon einige Impulse auch gegeben. Was steht denn eigentlich auch hinter dem Frei? Und Nicole, gib doch du mal einen Einblick nach so vielen Jahren, wenn du jetzt deiner Familie oder dem Bekannten beispielsweise erklärst, du arbeitest bei Wikimedia Deutschland, bei der Gesellschaft für Förderung von freiem Wissen. Was ist denn die erste Assoziierung oder was dir am meisten in der Regel auch in den letzten Jahren untergekommen ist? Ja, dazu kann ich sagen, dass tatsächlich der erste Impuls, wenn ich sage freies Wissen von den Leuten, dann meistens ist, ah ja, das Wissen ist also kostenlos, ich muss nicht dafür bezahlen. Also so wie frei wir, ist ja eine super Sache. Darüber geht es eigentlich nicht wirklich hinaus. Wie ist denn deine Erfahrung damit? Also größtenteils stimme ich dir dazu, mit frei wird sehr oft und gerade in dem Kontext, nochmal auch immer, wir bewegen uns in unserem Kontext, wo wir auch herkommen, ein digitales Projekt, auch im Internet, frei ist gleich kostenlos. Ja, das würde ich auch so beschreiben. Aber darum geht es ja nicht nur bei uns. Ich denke, alle, die heute Morgen zumindest auch da waren, haben da auch schon von mir einige Impulse auch bekommen. Und was wir dann auch gemacht haben, jetzt in der Vorbereitung, wir haben erstmal versucht zu sagen, wie verstehen denn wir auch frei? Und der Kontext war für uns ganz wichtig, bevor wir jetzt auch, deswegen haben wir Zukunft auch erstmal gestrichen, schauen auf freies Wissen und jetzt auf frei, sagen, wo kommen wir denn auch her? Was ist unser Kontext? Was ist unsere eigene Erfahrung? Und Wikipedia ist im Ursprung ein digitales Projekt. Aber digitales Projekt reicht auch nicht aus, weil unser Hintergrund und unser Kontext ist auch noch vielschichtiger. Freie Software, das ist auch das, was ich jahrelang auch schon gemacht habe, bevor ich zu Wikimedia gekommen bin. Ähnlich auch Nicole aus dem Open-Source-Umfeld. Und wenn wir uns mal bei freier Software auch erstmal aufhalten,
werden wir, oder wir haben das auch festgestellt, geht es in der Regel immer um vier Freiheiten. Die vier Freiheiten sind dann wie folgt auch definiert und die haben wir für uns auch erstmal in der Herleitung unseres Kontexts herangezogen. Genau. Die vier Freiheiten, die für freie Software gelten, ist zum einen erstmal, man ganz frei verwenden. Du kannst die Software nehmen, du kannst sie ausführen oder du kannst Inhalte nehmen und lesen und sie einfach nutzen. Du kannst sie aber auch frei verändern. Das heißt, du kannst reingehen, Änderungen vornehmen und dann eine veränderte Version oder eine Version, die auf vorhandenen Versionen aufbaut, verbreiten. Das ist die dritte Freiheit. Verbreiten. Du kannst sie weitergeben und zwar auch frei weitergeben und auch zu jedem Zweck, auch zu kommerziellen Zwecken einfach komplett frei verbreiten. Und das Schöne ist auch noch, du kannst die Software auch verbessern. Also wenn du einen Bug findest oder Fehler oder irgendwie du mit der Oberfläche nicht so froh bist, dann kannst du sie verbessern und diese verbesserte Version wieder nehmen und auch weitergeben. Und das ist unser Verständnis eigentlich von frei in unserem Kontext, aus dem wir eigentlich so kommen und auch die Verbindung sehen. Gut. Kommen wir nochmal zurück, freies Wissen. Jetzt haben wir erstmal über frei, versucht einfach auch zu sprechen und die Herleitung für uns auch in der Vorbereitung für heute zu definieren. Bleibt im Grunde genommen, dass wir jetzt auch über Wissen sprechen. Ja, das ist natürlich jetzt ein ganz großes Thema. Und es ist natürlich abhängig davon, welche Perspektive man auch darauf anwendet. Auch hier war uns wichtig, nochmal den Kontext, in dem wir uns bewegen, auch mit dem Hintergrund, den wir beide auch mitbringen, nochmal zu sagen, wie verstehen wir denn eigentlich auch Wissen und wie leiten wir das her? Wir hatten im Übrigen heute auch schon einige Vorträge, auch hier am Nachmittag, die auch genau dieses Thema hatten, was ist denn eigentlich Wissen und wie definiert man es? Ganz einfach ausgedrückt, in einer noch nicht sehr spezifischen Perspektive. Wissen hat was mit Theorien zu tun, mit Fakten und mit Regeln. Und in unserem Kontext haben wir dann auch nochmal, das haben wir auch in der Vorbereitung lustigerweise auch festgestellt, dass wir im Studium, was schon sehr lange her ist, eine gewisse Hintergrunderfahrung auch mitbringen, wenn es zum Thema Wissen geht und aus dem Wissensmanagement und die Pyramide, die ihr hier seht, die wurde heute auch schon mal gezeigt hier auf der Bühne. Genau, die Pyramide war heute schon mal Star. Wir bringen sie nochmal auf die Bühne hier. Und ja, kennen wir aus dem Wissensmanagement, ist der organisationstheoretische Ansatz. Zum einen hat man die Daten. Die Daten sozusagen als Grundlage, als Rohmaterial. Wenn man dann diese Daten nimmt und sie strukturiert, werden sie zu Informationen. Und wenn man diese Informationen dann in ein intelligentes Netzwerk bringt, dann werden sie zu Wissen. Man könnte auch sagen, dass Wissen mit Erfahrungskontext getränkte Information ist. Was noch ganz interessant ist bei diesem intelligenten Netzwerk, das kann einmal ein Netzwerk aus Menschen sein, die ihren Erfahrungskontext reinbringen, aber natürlich auch aus intelligenten Maschinen. Künstliche Intelligenz spielt dabei auch eine Rolle. Das ist also eine Betrachtungsweise, eine Perspektive, die man einnehmen kann, wenn man sich dem Begriff Wissen nähert. Es gibt natürlich noch ganz viele unzählige andere Ansätze, semantische, technologische, neuronale Netze und sozialwissenschaftliche Ansätze. Wir haben aber eben gedacht, auch ob unserer Geschichte im Wissensmanagement, nehmen wir hier die Pyramide nochmal mit auf die Bühne. Und genau, diese Pyramide nehmen wir jetzt und packen die in unseren Kontext. Weil in uns, also wir gehen noch tiefer in unseren Kontext sozusagen oder noch weiter, je nachdem, wie man es definieren möchte, weil in unserem Kontext kommt der Begriff Wissen eigentlich auch von Enzyklopädie. Die Enzyklopädie ist ein besonders umfangreiches Nachschlagewerk und behandelt eben sehr ausführlich große Themenbreiten oder sehr ausführlich oder behandelt große Themenbreiten und wird eben dort von Menschen zusammengetragen. Deswegen haben wir gesagt, okay, die Enzyklopädie bedeutet eigentlich für uns den Begriff Wissen. Wir haben hier ein paar Beispiele, auch Fotos mitgebracht. Die älteste vollständig erhaltene Enzyklopädie, die entstand schon so im ersten Jahrhundert nach Christi und die eher heutzutage bekannte Form ungefähr im 18. Jahrhundert. Also schon blickt auf eine sehr, sehr lange Geschichte zurück.
Und die Evaluation hört ja natürlich auch nicht auf, nach der Digitalisierung, übrigens auch noch schon lange, noch vor dem Internet, bevor das Internet auch groß geworden ist, gibt es ein Beispiel, Microsoft Encarta, einige werden das von euch kennen, das ist nämlich dann die Digitalisierung einer Enzyklopädie war, im Grunde genommen. Kam auf einer CD auch heraus, ist dann 2009 dann auch irgendwann mal eingestellt worden, ich denke, das sieht man ja auch an den Veränderungen. Und natürlich gab es mit der Digitalisierung dann auch die ersten Fortschritte. Das bedeutet, dass ich nicht mehr ganze Wandschränke auch mit Büchern, insofern ich es mir überhaupt leisten konnte, vollstellen konnte, sondern eben zusammengefasst auch auf einer CD. Und gleichzeitig mit dem Einzug der Digitalisierung konnte man natürlich das auch durchsuchen. So, das ist jetzt erstmal unser Verständnis von Wissen in unserem Kontext. Wir haben bewusst jetzt nochmal kurz in die Vergangenheit gereist, um nochmal abzureißen, wo wir eigentlich auch herkommen. Weil das ist wichtig und es war uns wichtig, bevor wir jetzt irgendwie auch anfangen, jetzt erstmal über die Zukunft nachzudenken oder vielleicht auch über Szenarien zu sprechen. Freies Wissen, nochmal definiert, jetzt führen wir auch die Stränge zusammen und jetzt sind wir bei der Wikipedia und Wikipedia ist heute definitiv aus unserer Sicht auch die modernste Form des enzyklopädischen freien Wissens. Ist es mein Turn? Ja. Ja, also ich kann auch. Na, ist okay. Es geht uns dabei natürlich nicht nur um Wikipedia, sondern auch um die gesamte Wikimedia-Familie. Auch dort ist freies Wissen abgebildet. Die Schwesterprojekte bilden ebenso freies Wissen ab wie die große Enzyklopädie. Und was da noch hinzukommt, sind die Prinzipien, die sozusagen der Grundpfeiler auch der Projekte sind. Nämlich, ich habe ja vorhin schon diese vier Freiheiten der freien Software vorgestellt. Die bewegen sich eher so ein bisschen auf der Funktionsebene oder auf der Machenebene. Was kann man damit machen? Aber unser Anspruch an freies Wissen geht natürlich noch viel weiter und beruht auch auf verschiedenen Prinzipien und Werten. Und diese Hauptprinzipien, die kommen eigentlich in unserem Movement zu tragen und die würde ich jetzt auch noch mal kurz vorstellen. Das eine, der Wert oder das Prinzip ist die Zusammenarbeit, Kollaboration. Wikipedia ist natürlich ein super Beispiel dafür, da arbeiten sehr viele Menschen dran zusammen. Und wir sehen eben auch, dass Kollaboration, wo viele Menschen und Maschinen gemeinsam arbeiten, eigentlich viel mehr bewirken oder erreichen können als nur die Summe der einzelnen Teile. Der zweite oder die zweiten Werte, Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Das bedeutet eben ganz anschaulich, jeder kann sehen, wann wurde bearbeitet, wer hat bearbeitet, das schafft diese gewisse Transparenz, aber auch woher stammen die Inhalte, weil ganz viel referenziert wird. Also man sieht immer, man kann in die Quellen schauen, kann gucken, wie ist dieses Wissen eigentlich entstanden. Und der dritte Wert ist die Offenheit. Hatten wir gerade schon mal ein bisschen angedeutet, auch mit den Freiheiten aus der freien Software. Da geht es tatsächlich darum, jede kann mitmachen. Jede kann die Inhalte verwenden, weitergeben, verändern und zu jedem Zweck und auch kommerziell. Das sind unsere Schwesterprojekte mit der Wikipedia. Aber es gibt natürlich darüber hinaus auch noch Dinge. Und die möchten wir auch noch mal erwähnen. Nur einige Beispiele hier, OpenStreetMap, Creative Commons oder auch das Internet Archive. All die auch zusammen, auch mit der Wikipedia und den Schwesterprojekten, die zählen wir im Grunde genommen heute zu den größten Archiven für freie Inhalte. Also das ist die Open Content Bewegung. Und dazu zählen wir die Wikipedia und die Schwesterprojekte und die vielen anderen weiteren Projekte, die würde ich jetzt tatsächlich auch schon als Familienzugehörige auch zählen. Das ist erstmal, wo wir jetzt hergekommen sind aus der Vergangenheit, wie wir frei und Wissen auch definiert haben mit der Geschichte, da stehen wir heute. Und wenn wir im Heute sind, können wir jetzt auch in die Zukunft schauen. Und wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, was bedeutet freies Wissen für die Zukunft? Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, da wir ja natürlich keine Glaskugel auch haben und wir hier auch keinen Strategieworkshop auch veranstalten, kann man jetzt die Zukunft versuchen, in Szenarien auch abzubilden. Was wir aber auch gemacht haben in der Vorbereitung, wir haben gesagt, wie würde denn eigentlich die Idealwelt aussehen? Und dann haben wir uns aber auch schon wieder schwer getan, die auch zu beschreiben. Dann sind wir eher mal von der anderen Seite gekommen, haben gesagt, was ist denn
das Schlechteste. Die schlechteste Ausgangsbasis, was tatsächlich auch weltweit auch manchmal auch zutrifft, auch in der Realität. Und da haben wir drei Analogien und Metaphern gefunden. Genau, die erste Metapher ist sozusagen der schlimmste anzunehmende Zustand, eine Mauer. Ich stehe vor einer Mauer, ich bin sozusagen komplett ausgegrenzt, ich bin ausgeschlossen, ich habe keinerlei Zugang zu dem Wissen, zu den Inhalten, die dahinter liegen. Ich sehe einfach auch nichts, ich sehe noch nicht mal, was hinter dieser Mauer liegt. Dann bewege ich mich vielleicht einen kleinen Schritt näher auf dieses Wissen zu. Ich habe einen Zaun. Durch diesen Zaun kann ich schon so ein bisschen durchsehen. Ich sehe so ganz weit in der Ferne ist das Objekt des Interesses, aber es ist sehr weit weg. Ich kann erahnen, was das da was ist. Das erweckt vielleicht auch meinen Bedarf, da näher ranzutreten, aber ich kann es nicht sehen, ich kann es nicht berühren, ich kann damit eigentlich nichts machen. So, dann komme ich noch ein bisschen näher ran. Und stell mir zum Beispiel vor, wie es ist, ein Buch in einem Museum hinter einer Glasscheibe zu sehen. Ich kann alles lesen, ich kann es sehen, ich kann es sozusagen konsumieren, aber ich kann nicht umblättern, also ich weiß auch nicht, wie die Geschichte vielleicht weitergeht oder wie ich noch mehr Wissen bekommen kann. Ich kann es auch nicht verändern, also ich kann keinen Stift nehmen und mir Notizen machen oder was wegradieren. Ich kann es nur sehen durch die Glasscheibe hindurch. Und dann ist jetzt die Frage, wie sieht denn eigentlich der Idealzustand aus? Wir haben total lange überlegt, welche Metapher wir nehmen können. Wir hatten dann so ein Bild von so einem Kern, wo man immer näher rankommt, aber Kirschkern oder so war jetzt alles nicht so richtig passend. Deswegen haben wir die Folie erstmal freigelassen, auch um nochmal ein bisschen darüber nachdenken zu können, wie kann die eigentlich gefüllt werden. Aber trotzdem haben wir im Grunde genommen dann weiter unser Gedankenexperiment auch nach vorne gedrückt und entwickelt. Das bedeutet, vom freien Wissen sprechen wir eben von der Wissensfreiheit. Das freie Wissen zahlt auf die Wissensfreiheit auch ein. Und was ist die Wissensfreiheit? Die Wissensfreiheit wird auch als das Recht auf freien Zugang zu Informationen auch ganz einfach gesehen. Und es ist wirklich auch für uns dann der Idealzustand, um jetzt diese drei Metaphern, die erstmal negativ auch aufgeladen waren, die das verhindern, wird eben dadurch entgegengetreten, indem wir auch sagen, wir sprechen von einem Grundrecht auf gleichen und universellen Zugang zu Wissen für alle Menschen. Das ist das, was wir als einen ideellen Zustand für uns erstmal auch beschrieben haben, wo wir dann ganz einfach sagen, da ist die Zukunft. Und das freie Wissen ist eben die Grundvoraussetzung erstmal für diese Wissensfreiheit. Und das haben wir für uns sozusagen erstmal als Kern so definiert gehabt. Und es ist wirklich dieses Grundrecht für alle Menschen. So, was bedeutet das jetzt aber dann natürlich auch für die Zukunft? Das fragen wir uns natürlich noch weiterhin. Und die Wikipedia und die Schwesterprojekte haben einen ganz, ganz großen Anteil daran, zu dieser Wissensfreiheit auch zu kommen. Und deswegen müssen wir die schützen und gleichzeitig auch weiter ausbauen. Aber das reicht eben halt auch nicht. Und das kann eben nur auch der Anfang sein. Und darauf müssen und dürfen wir uns auch ganz gar nicht überhaupt erst anfangen auszuruhen. Und um da nochmal weiter reinzugehen, haben wir gesagt, freies Wissen ist eigentlich für uns die Sicherstellung eines Grundpfeilers für die Wissensgesellschaft. Und damit diese Wissensgesellschaft, die zukunftsfähig bleiben kann, müssen Rede- und Meinungsfreiheit gestärkt werden. Weil mit dieser Rede- und Meinungsfreiheit, die auch durch einen freien Zugang zu Wissen, zu faktischen, neutralen Wissen entsteht, geht aus meiner Sicht auch eine Demokratieverstärkung einher. Weil Menschen informierte Entscheidungen treffen können und eben auch ihre Meinung frei äußern können. Das Ganze geht im Grunde genommen aber auch nicht ohne Veränderung. Veränderung ist Leben und Leben ist Veränderung. Für uns individuell oder als Gesellschaft. Das ist einfach ein Fakt. Wenn wir auf das Heute dann auch schauen, das was wir auch gemacht haben, fühlen wir im Grunde genommen im Moment in der Gesellschaft, ein oder andere vielleicht von euch stärker oder auch schwächer, aber es geht um Dissonanz und Misstrauen.
Gleichzeitig werden die Räume und die Institutionen erodiert. Das bedeutet, virtuelle Räume oder auch physische Räume werden reglementiert. Institutionen werden in den Hintergrund gedrückt. Die Zivilgesellschaft bekommt zu wenig die Möglichkeit, sich einzusetzen in der Gesellschaft, in der Politik. Und gleichzeitig und vor allem auch für das Internet, da sind wir einer totalen Kommerzialisierung mittlerweile auch ausgesetzt und einem sehr harten Wettkampf um Daten und wie mache ich aus Daten und Benutzerinformationen am Ende vom Tag noch mehr Geld. Und wenn wir auch wieder natürlich in dem Heute bleiben, um jetzt dann gleich nochmal in die Zukunft zu gehen mit euch, müssen wir ganz einfach auch feststellen, dass eine ganz große Dringlichkeit für uns in diesem Moment als Bewegung, als Movement, als Wikimedia besteht. Das ist eine irrsinnige Chance, allerdings aber auch ein Risiko. Und Wikimedia 2030, das ist der global angelegte Strategieprozess, den ich heute Morgen auch schon erwähnt habe, ist genau der Ankerpunkt, den wir hier setzen müssen, dass wir uns nämlich dort auch die unangenehmen Fragen auch stellen, damit wir die Chance ergreifen können und dem Risiko entgegenwirken können. Und wie gestalten wir dann im Grunde genommen die Zukunft? Wenn wir von Veränderungen sprechen, wollen wir es nochmal konkret machen. Das bildet sich auch im Grunde genommen dahingehend auch ab, was wir als Wikimedia Deutschland innerhalb von unseren Handlungsfeldern identifiziert haben, wo wir auch unterwegs sind. Zuerst mal gibt es eine gesellschaftliche Veränderung. Und was wir jetzt auch machen wollen, ist, dass wir eine Welt beschreiben wollen, so wie wir es auch in unserer Vision haben, wie wir die Welt sehen, wenn sich die Gesellschaft in der Zukunft verändert. Wir stellen uns eine Welt vor, in der Offenheit der Standard ist. Dazu zählt zum Beispiel, dass wir uns vorstellen, dass öffentlich finanziertes Gut auch öffentlich zugänglich ist, dass öffentliche Gelder eben eingesetzt werden für auch öffentlichen freien Zugang für die Bürger und dass Offenheit Standard ist, also freie Lizenzen sind Standard, man muss sich nicht mehr rechtfertigen, warum man da so eine komische Creative Commons Lizenz auf seiner Webseite oder in seinem Internetprojekt hat, sondern eher umgekehrt, andere Leute, die zum Beispiel ein sehr strenges Urheberrecht anwenden, werden dann gefragt, na warum, der Standard ist doch jetzt eigentlich offen, warum machen Sie denn da nicht mit? Also eine Umkehrung eigentlich der heutigen Situation. Dann neben der gesellschaftlichen Veränderung gibt es eben auch noch soziale Veränderungen, die wir anstreben. Und zwar stellen wir uns eine weltweite Bewegung vor, die Menschen für freies Wissen vereint und aktiviert. Und zwar wirklich weltweit, global. Leute, die sich engagieren für freies Wissen, die zusammenkommen, zusammenarbeiten, harmonisch zusammenarbeiten, um vielleicht auch nochmal auf die letzte Session hier gerade anzuspielen. Und zwar wirklich als große globale Bewegung. Nicht nur wir, die wir hier im Raum sind oder die Leute, die jetzt schon sich als Wikimedianer und Wikipedianerinnen bezeichnen, sondern wirklich eine Bewegung von der Größe beispielsweise der Umweltbewegung, die jetzt gerade natürlich in aller Munde ist, insbesondere wegen der Klimakrise. Aber diese Bewegung hat es geschafft, Themen zu setzen und ist in der Politik angekommen. Und so und im Optimalfall sogar noch größer stelle ich mir auch eine globale Bewegung für freies Wissen, für das freie und offene Internet, für den freien und offenen Zugang vor. Natürlich gibt es auch technologische Veränderungen und der können wir uns auch nicht verschließen. Aber auch hier wollen wir es positiv formulieren, wie wir uns die Zukunft auch vorstellen. Wir wollen mit Wikimedia und natürlich unserer Bewegung, die jetzt Nicole gerade beschrieben hat, ganz einfach das Rückgrat auch sein für ein vielfältiges und gleichzeitig absolut vernetztes Ökosystem. Und in diesem Ökosystem muss es möglich sein, offen zu lernen, zu entdecken und auch zu erleben. Das ist, wie wir uns die Welt in der Zukunft auch vorstellen. Kannst du nochmal eine Slide zurückgehen? So, sorry, bin ich zu schnell gewesen? Ja, bin minimal zu schnell. Du wolltest ergänzen. Ja, ich möchte nämlich dazu noch eine kleine Ergänzung einbringen. Und zwar, natürlich ist klar, die Enzyklopädie, die ist fester Bestandteil unserer Vision. Und die gilt es auch zu fördern und zu stützen. Aber aus meiner Sicht müssen wir uns auch anschauen, wenn wir uns anschauen, dass wir vielfältiges und vernetztes Ökosystem, das Rückgrat in diesem Ökosystem sind, dann müssen wir uns auch andere Wissensformen anschauen. Wir müssen uns andere Wissensformen anschauen. Wir müssen uns auch anschauen, welches Wissen und welche Menschen bisher noch nicht abgebildet werden, die noch, die,
deren Wissen weder in unseren Projekten gerade abgebildet wird, noch die Zugang dazu haben. Also wie können wir so eine Art Gerechtigkeit des Wissens auch erreichen in der Zukunft von Wikimedia? So, Wikimedia 2030 bedeutet eben, dass nicht nur die Nicole und der Abraham jetzt hier auf der Bühne stehen und ihre Welt, wie sie sie sich auch positiv vorstellen, in der Zukunft beschreiben, sondern Wikimedia 2030 ist für uns der Ankerpunkt und nicht nur die Ausgangslage, sondern die absolute Chance, die Zukunft gemeinsam auch zu gestalten und gemeinsam auch nicht nur mit den existierenden Communities, sondern auch mit neuen Communities in der Zukunft. Und genau das gilt es auch im laufenden Strategieprozess auch herauszufinden und nicht nur zwei Einzelmeinungen hier zu haben. Letztendlich könnt ihr euch eine Frage stellen. Warum ist das jetzt für euch oder für mich relevant? Nicole hat euch eine einfache Antwort mitgebracht. Wissen gehört uns allen. Vielen Dank. Vielen Dank, Nicole. Vielen Dank, Abraham. So, 18:30, der erste Tag des freien Wissens. Fast vorbei. Vor uns steht noch ein netter, entspannter Abend. Ich bin mal gespannt, wie warm das draußen ist. Ich war jetzt den ganzen Tag seit 9 Uhr hier drin. Mal gucken. Ich wollte mich auch noch bedanken an alle Anwesenden hier heute und mit euch noch teilen, was bei mir hängen geblieben ist. Ich habe jetzt den Tag hier verbracht mit verschiedensten Leuten. Ja? Total gerne. Ja, ich komme. Kleinen Moment, kommt. Ihr habt ja ein hehres Ziel mit 2030. Ja. Aber viele Ziele kann man ja auch schon jetzt verwirklichen. Und ich wundere mich, dass in den 18 Jahren im Bereich der Barrierefreiheit für Blinde und für Gehörlose nichts getan wurde. Denn Blinde, dann kann man sich an den Blindenverband wenden. Aber schwieriger ist noch das Problem für Gehörlose. Mhm. Denn was die meisten Lesenden nicht wissen, dass Gehörlose, vor allen Dingen, wenn sie geburtsgehörlos sind, überhaupt keine sprachliche Kompetenz haben, was die Schriftsprache anbelangt. Und hier könnte man was Unglaubliches machen. Es wäre eine Wissensexplosion für viele, viele Menschen, die man umsetzen könnte, wenn die Artikel, die ihr veröffentlicht bei Wikipedia, durch Gebärdensprachdolmetschung übersetzen könntet. Dankeschön. Ich kann dich ganz herzlich einladen, teilzunehmen an der Wikipedia-Community. Und ich stehe ja gar nicht vertreten für Wikimedia Deutschland hier, deshalb kann ich mich inhaltlich gar nicht groß dazu äußern. Aber im Raum sind jede Menge Leute, denen das wahrscheinlich genauso ein Anliegen ist. Und ich würde gleich alle nochmal einladen, die sich fürs Thema interessieren und die sich darüber austauschen möchten, gerne nochmal in der Lobby sich zu treffen. Das kann ich dir für den Moment anbieten. Und ansonsten ist die Nachricht auf jeden Fall hier auch angekommen. Abraham, möchtest du noch was dazu sagen? Gut, ich will dich jetzt nicht total aus dem Nein, passt, Programm bringen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns direkt dazu auch austauschen. Ich sehe das ganz genauso. Das wurde bisher in der Wikipedia-Software, also MediaWiki, die da zugrunde liegt, versäumt. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, unter anderem in dem Strategieprozess, nämlich diese Exklusion, das ist nämlich eine Exklusion aus meiner Sicht, nämlich auch umzudrehen. Deswegen freue ich mich direkt, nachdem jetzt Annalena fertig ist. Ich komme auch gleich rüber. Super, okay, wir haben noch eine Nachkonferenz quasi. Machen wir draußen auf? Bei einem kühlen Kaltgetränk. Alles klar. Gut, dann mache ich es kurz, damit ich euch nicht lange abhalte von der weiteren strategischen Bearbeitung der Themen. Herzlichen Dank an alle, die heute hier waren. Wir würden das gerne wiederholen. Haben wir schon einen Plan für nächstes Jahr? Gucken wir mal, ne? Ja, aber den verkünden wir erst morgen. Okay, alles klar. Also alle, die noch einen konkreteren Blick in die Zukunft werfen wollen, müssen dann morgen hier hinkommen. Hier findet die Mitgliederversammlung statt. Alle, die sich jetzt wünschen, sie könnten morgen bei der Mitgliederversammlung mit dabei sein, aber noch nicht Mitglied sind, können das heute auch noch nachholen, draußen im Foyer. Und ansonsten bleibt mir nur noch herzlichen Dank zu sagen für die Teilnahme. Ich wünsche einen schönen Abend und bis bald.